Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft, sagen wir, Tutorial von den Minecraft Monkeys. Und jetzt geht's darum, was man in dem neuen Update des gestern, am mein Geburtstag, 13.01. Oh, was für ein Glück. Rausgekommen ist. Und zwar um 10 Uhr. Und fangen wir jetzt mal mit den Blöcken an, mit den neuen Blöcken. Das hier ist Sandstone. Sandstein. Damit kann man orientalische Häuser bauen. Ja, mehr nicht. Dann gibt es ein sehr großer Part vom Update ist die Wolle. Man kann sich aus Blumen solche Teile, also Farbe machen. Und dann so zum Beispiel rote Wolle machen. Dann gibt's noch, dann kann man die Farben immer so kombinieren entsprechend, also oh scheiße, jetzt ist die Maus leer. Meine WLAN-Maus, oh Mann. Naja, wie ist das Schicksal, weil da mache ich mit Touchpad weiter. Ja. Das ist dann orangene Wolle, wenn man rot mit gelb kombiniert und gelbe Wolle. Nein, ich glaube, das muss immer rechts sein. Weiß ich nicht, aber ja, gelbe Wolle wird dann das machen. Was auch immer man damit dann anfangen will, vielleicht einen Puff bauen, mit lila. Naja, ja, also. Dann gibt's jetzt schwarze Schafe. Ich glaube, ich habe mir hier eins eingesperrt. Nein. Wie ist das jetzt hier rausgekommen? Das. Ach Gott. Moment. Ja, es gibt schwarze Schafe. Die tun dann graue Wolle fallen lassen, wenn man sie schlägt. Hier habe ich auch eins. Auf 3 und rechts. Das ist graue Wolle. Damit kann man dann auch wieder andere Farben machen. Ja. Weitere Updates sind, dass das Spiel flüssiger läuft. Dass die Bäume anders sind, wie man hier sehen kann. Und dass es auch Birken gibt. Und zwar ist dann der Stamm wie weiße Wolle. Nur, dass dann die Punkte von der Kohle drüber sind. Also so bei schwarz, wie halt eine Birke aussieht. Dann kann man jetzt Kuchen backen. Und zwar mit 3 Eimer Milch, die habe ich hier, mit Eiern und mit Mehl. Und nein, ach Gott, ich verspreche mich da immer. Mit Eiern und mit Weizen. Ja, Weizen. Und zwar kann man den Kuchen 6-mal essen und jedes Mal heilt er 1,5 Herzen. Dann gibt es noch Unterwassermonster. Man nennt sie auch Quallen. Wo sind sie? Sie sind nicht da. Obwohl ich Difficulty auf Normal habe. Oh Mann. Auf jeden Fall, entweder die attackieren euch gar nicht, haben sie bei mir nicht gemacht, aber da war es Tag. Und die sind immer da. Und ich weiß nicht, ob so ist, das wollte ich jetzt eigentlich zeigen, aber in der Nacht wäre es theoretisch möglich, dass sie euch auch attackieren. Ja, dann gibt's noch ein, was ich sehr gut finde, Part. Nein, das sagt man anders, aber ja, der heißt Dispenser. Wer Team Fortress 2 gespielt hat, weiß im Prinzip, was es ist. Nur ist es da die Sentry Gun. Aber, naja. Dispenser kann man hinstellen. Man kann in ihn rein Sachen legen. Und die werden dann zufällig, wenn man ihn aktiviert mit Redstone dann, werden die dann zufällig wieder ausgespuckt. In eine Richtung. Oder sie visieren Monster an. Oder ich weiß es nicht. Ich mache wahrscheinlich dann noch ein Video dazu. Und craften tut man den mit Cobblestone, einem Bogen und Redstone. Dazu geht ihr gleich mal auf meinepedia.de/crafting.
Nemanipedia.net oder .com. Der Link steht mal wieder in der Beschreibung. Ja, da könnt ihr auch sehen, wie man Kuchen craftet, wie die Wolle, also welche Farben man bekommt, wenn man bla und bla zusammen craftet. USW. Gibt es noch irgendwas, das ich vergessen habe? Moment. Jetzt nachschauen. Es gibt Notenblöcke. Das ist so wie Jukebox, nur dass man da vorher jetzt kein Diamant, sondern Werkzeug braucht. Die Haltbarkeit von Schaufel, Spitzhacke und Axt sind gestiegen. Halten jetzt länger. Also zum Beispiel Eisen von Diamant von 1027 Benutzungen auf jetzt wahrscheinlich vielleicht 2000 oder vielleicht nur 1500. Ich weiß nicht. Ich wäre eigentlich dafür, dass es für immer hält. Ja, wenn nicht. Dann gibt's noch. Ja, Bambus ist jetzt Zuckerrohr. Und in der Crafting Box lässt sich das zu Zucker. Hey, meine Maus geht ja. Da hält's nicht mehr. Das lässt sich in der Crafting Box zu Zucker umwandeln. Ja, daraus kann man dann, wie gesagt, den. Kuchen machen, genau. Neue Crafting-Rezepte. 4x Sand ergibt Sandstone, habe ich euch gezeigt. Kuchen aus Eier, Mehl und Korn. Beziehungsweise. Und Kohle gibt es dann auch noch. Ja, ich weiß, es gab's. Jetzt gibt's Charcoal. Und zwar ist es in Version 1.2: Using wood in a furnace creates charcoal. Which has the same uses as coal, including making torches and smelting objects. This will undoubtedly make it easier to solve. Ah, genau, die haben es jetzt so gemacht, dass man die diese Birkenkohle, ich weiß nicht, nein, ich glaube, das ist auch also Birkenholz oder normales Holz. Kann man jetzt in den Ofen verbrennen lassen und daraus kommt dann Feuerkohle oder Holzkohle oder wie auch immer das auf Deutsch heißt, und das hat ein, und mit dem kann man genau dasselbe machen wie mit der normalen Kohle. Ja, das erleichtert es dann, die erste Nacht zu überleben, was ich auch ganz gut finde. Ja. Das war's dann eigentlich auch schon. Bis dann.